Orange is the New Black, beste Serie. Was soll das jetzt? Ich bin schwanger. So richtig direkt hast du es gesagt. Ich habe mit Frauen getroffen. Mit Frauen. Herzlich willkommen zu einem neuen Mukbang. Wee! Ich habe ein Chicken Teriyaki und Marcelo hat einen Caesar Wrap. Hey, wie geht's euch? Du warst vor langem nicht mehr auf meinem Kanal. Ja. Was hast du als Trinken genommen? Cola. Beste Leben. Sollen wir direkt mit Fragen anfangen? Wie ist es so, ohne Marcy zu wohnen? Entspannter. Echt jetzt? Also, was heißt entspannter? Ruhiger. Ruhiger. Man muss dazu sagen, du warst eh wenig unten so, im Wohnbereich. Aber beim Essen immer. Wie beim Essen. Ja, aber das Essen ist ruhiger. Essen ist ruhiger. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne mich ist zu essen. Ja. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr das zu viert am Tisch sitzt. Echt nicht? Ja, was redet ihr denn? Wenn einer schlecht drauf ist, dann redet doch keiner, oder? Ja, wenn du schlecht drauf warst, hast du auch nicht geredet. Ja. Mhm. Wenn du schlecht drauf warst, machst du nie beim Essen. Ja, aber wie ist es ohne Maße zu leben? Entspannt, aber bist du trotzdem immer da. Ich bin schon oft da. Ja. Wer ist der oder die Vernünftigere von uns beiden? Mittlerweile, glaub ich. Obwohl, voll gleich, glaube ich. Du bist richtige Moody. Moody. Also früher hätte ich gesagt, du bist viel vernünftiger als ich gewesen. Ich war gar nicht vernünftig. Und jetzt? Warum bist du jetzt? Was heißt vernünftiger? Dass du weniger abgespacede Ideen hast und die auch umsetzt? Oder was meinst du? Obwohl, ich weiß nicht, ob ich so vernünftig bin. Doch, ich glaube schon, du. Mittlerweile. Mittlerweile? Mhm. Was hast du früher gesagt? Ich? Ja. Hast du oft gelogen, wo du bist und so? Der Mama zum Beispiel? Früher, ja. Ich auch. Ich will oft. Beste Leben. Aber falls jetzt die Mama sieht, auch nicht, weil ich es ihr nicht sagen wollte, aber weil ich wusste, sie würde sich Sorgen machen und dann. Und es wäre so unnötig gewesen. Weil. Nee, bei mir nicht. Ich habe mit Frauen getroffen. Mit Frauen. Aber ich wusste es immer, gell? Ja, ich habe immer Dates und ich habe immer gesagt, ich treffe mich mit jemand, mit einem Kollegen und wir gehen nach Stuttgart. Ich habe es dir immer gesagt, gell? Ja, wir haben doch sogar mal in Stuttgart dann getroffen aus Versehen. Boah. Weißt du das noch? Boah, ja. Und dann war ich so, hi. Wie war ich da? Oh. Nächste Frage. Wie findet Marcelo deine Extensions? Die sind schon übel gut, gell? Ich hab's irgendwie am Anfang nicht gemerkt. Ja, das ist ja auch das Ding. Man merkt nicht, dass es Extensions sind, weil der Übergang so gut ist. Nein, ich hab nicht gemerkt, dass du längere Haare hast. Ach so. Aber ich find's gut. Also, kann man halt machen mal. Wie hat Marcelo auf die Schwangerschaft reagiert? Man muss dazu sagen, das war einfach auch so aus dem Nichts und ich komme gerade von einem sehr anstrengenden Tag aus dem Büro zurück von oben. Dann ruft mich die Mama, glaube ich. Marcelo, kannst du runterkommen? Und ich dachte so. Alle wussten schon, außer Marcelo, er war so der Letzte. Das fand ich auch nochmal schlimmer, also weil alle haben mich angeguckt, wie reagiert. Ja, alle haben ihn angeguckt, also Marcelo wusste so. Mama hat so richtig versucht, die Stimmung so zu lockern und hat so gesagt, ja, was essen wir denn heute und so, gell? Sie hat so versucht, ganz anderes Thema, damit es nicht so. Also gar keinen Sinn eigentlich, die war richtig aufgeregt. Und unser Papa war so, Marcelo, es ist gut, dass du sitzt. Mhm. Richtig Gegenteil und Marcelo wusste nicht, was auf ihn zukommt und alle haben ihn angeglotzt. Warte, kurz aus meiner Sicht nochmal. Ich laufe die Treppe runter, gehe ins Wohnzimmer und mich gucken 10 Augen an. Ich setze mich auf die Couch, alle um mich rum, also auf die Couch am Kamin da und dann... Ich wusste, irgendwas ist komisch, da hat die Mama irgendwas komisch gesagt, wo ich dachte, hey, das hat gar nichts zu tun. Und dann sagt die Marcia, ich glaube, das war wirklich so, ich glaube, es ist gut, dass du weißt, oder Marcelo, ich bin schwanger. So richtig direkt hast du es gesagt. Ich habe gesagt, du wirst Onkel, glaube ich. Nee, oder? Du, ich bin schwanger, hast oder du gesagt. Schwanger. Ich bin schwanger, hast du gesagt. Und dann war ich habe erstmal die Kamera gesucht. Also wirklich. Ich schwöre, der hat erstmal 10 Minuten nur geguckt, ob es ein Prank ist. Also ich habe es wirklich nicht geglaubt. Luciano dachte aber auch. Also ich und Luciano, glaube ich, haben beide, also ich konnte mich auch, nicht böse gemeint, ich konnte mich erstmal nicht freuen. Marcelo hat auch zu mir gesagt, oh, tut mir leid, mein Beileid oder so. Ich wusste nicht, ob ich gratulieren sollte oder mein Beileid wünschen sollte. Du hast zuerst mein Beileid gesagt oder oh sorry oder ich habe gesagt mein Beileid, oh sorry, Glückwunsch. Also so richtig so, es war richtig so, ich wusste nicht, wie ich reagiere. Wir mussten halt alle dann voll lachen, dann war er so, hä, ist das gut? Ich wusste gar nicht, wie ihr reagiert habt, weil ihr konntet ja schon euch davor vorbereiten, so ein bisschen auf, also... Aber ich muss dazu sagen, wir wussten es gerade mal eine Stunde oder zwei Stunden länger. Wir wussten es an dem Tag, wir sind direkt losgefahren. Die anderen wussten es wie lange länger als ich? Hä? Nein, die anderen wussten es
2 Minuten länger als du. Hm. Du hattest noch einen Call oder so. Aber Marcelo war der Verstörteste. Man hat ihm richtig angemerkt, er wollte einfach fliehen von der Situation. War einfach weglaufen. Ich glaube, du hast fast geheult. Du fandest das richtig schlimm. Also richtig so, scheiße, mein Leben zieht an mir vorbei. Wo kannst du dich mittlerweile, also freust du dich so, kannst du dir vorstellen, dass du in 4 Monaten so ein kleines Baby neu in der Familie hast? So, nee, also das kann ich noch nicht realisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wird, wie ihr das macht. Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen. Mhm. Ich glaube, das ist dann erst, wenn es dann da ist, dann wird es so irgendwann normal sein. Mal gucken, wie du mit dem Baby bist. Ja, das ist chillig. Was glaubst du, wie du sein wirst? Coolster Onkel. Und was auch viele gefragt haben, glaubst du, es wird ein Mädchen oder ein Junge? Nächste Woche wissen wir es. Junge. Mhm. Okay. Habt ihr euch schon mal richtig krass gestritten? Nie ernst, oder? Stimmt, aber nicht so richtig, ja, abgefuckt, ja. Aber nicht richtig krass gestritten. Also nicht wegen dem ernsten, richtigen, schlimmen Grund. Aber als Kinder haben wir uns schon manchmal... Was war manchmal richtig aggressiv. Christiane war aggressiv. Ich auch. Ihr werdet manchmal gegenseitig aufeinander aggressiv. Und ich chill so in der Mitte. Ich glaube, bei 3 ist immer so, wenn 2 aufeinander sauer sind, will man das dritte Geschwisterchen so auf seiner Seite haben. Damit man zu zweit gegen einen gehen kann. Was ist deine Strategie? Nein. Obwohl, ich weiß voll oft gegen mich. Zu zweit? Ja. Aber wir waren, glaube ich, auch oft gegen Luciano. Ja. Und jeder. Ihr wart manchmal auch gegen mich. Seltener. Ich war die Boss, Bitch. Eigentlich gar nicht, Marcel. Beschäftigst du dich mit dem Thema Geburt? Ja, also ich schaue mir so einen Podcast. Okay, eigentlich habe ich den nur einmal angehört, aber ich will... Weißt du, mit wem du sprechen musst? Ich habe mich am Anfang mehr damit beschäftigt, aber es ist schon die ganze Zeit so. Ich schaue mir manchmal so Dokus an oder tue mir mal einen Podcast an oder tue mir so Geburtsberichte durchlesen. Aber ich habe gar keine Angst. Gut, gell? Das ist gut, das ist wichtig. Das überträgt sich aufs Baby. Meinung zu Tattoos. Vor allem jetzt wegen Schwangerschaft. Also ich muss sagen, meine Meinung hat sich voll geändert. Ich finde Tattoos immer noch cool. Aber, das habe ich auch schon mal in dem Mukbang mit Peyton gesagt. Ich wollte mir immer irgendwie sowas Kleines, so Filigranes, heißt es Filigran? Filigran, also das ist echt vernünftig geworden. So was Dünnes halt irgendwo tätowieren lassen, so keine Ahnung, egal was. Dann habe ich von der Kardashian irgendjemand, also aus der Familie von den Kardashians, habe ich auf TikTok oder irgendwo ging so ein Video rum, wo die in einem Interview gesagt hat, wo die Frage kam, hast du ein Tattoo? Und dann hat sie so gesagt, würdest du dir auf ein Lamborghini einen Sticker draufkleben? Weißt du? Ah. Hey, ich weiß nicht, was. Dass sie ihren Körper nicht mit irgendeinem so scheiß Sticker oder sowas versauen will. Seit ich das gehört habe, war ich so, Alter, die Frau hat irgendwie so recht, aber andererseits ist es halt nur so ein dummer Spruch. Aber seitdem denke ich mir das die ganze Zeit so, als ob das kann ich nicht mehr bringen, so, weil das die ganze Zeit in meinem Kopf ist. Kann ich doch nicht. Als wäre das so ein Opel, wo man so einen Sticker draufklebt. Du? Ich find's cool, aber es muss irgendwas Krasses sein. Also wenn, dann muss es... Es muss richtig was bedeuten und nicht nur schön aussehen, sondern es muss irgendwas... Ja, ups. Tiefer, ja, aber stell dir vor, du lässt dir was tätowieren. Dann gefällt es dir natürlich ja nicht mehr. Ja, also kannst du immer noch weglasern lassen, aber das... Keine Ahnung. Ist auch nicht Sinn der Sache, wenn du Tattoo weglasern. Ja. Wie war Marcelos Blick, als er erfahren hat, dass er Onkel wird? Fast geheult. Ich weiß nicht. Ich habe mich nicht gesehen. Marcelo hat einfach so geguckt. Da hat er so richtig krass geschluckt. Kennt ihr diese Menschen, die schlucken, wenn ihnen was unangenehm ist? So hast du es gesehen? Ja, das hat, glaube ich, jeder gesehen, 10 Meter weit entfernt. Dein Kehlkopf ist so richtig hoch und so richtig... Er hat so richtig ernst und dann so... Ja, aber das reicht nicht. Hast du Angst vor den Aufgaben als Mutter? Ich freue mich eher drauf. Also, ich habe gar keine Angst. Ich weiß schon, dass es ganz anders wird und dass es auch eine Herausforderung wird. Aber ich habe keine Angst, weil ich glaube, das wird sich eh so einspielen dann. Eure Namen ähneln sich voll. Stört Luciano das? Ich weiß nicht, müssen wir mal fragen, aber andererseits hat er ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, er hat noch nie drüber nachgedacht. Luciano macht sich über sowas keine Gedanken. Ich habe meinen Zap nicht ganz aufgegessen, aber ich habe auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe letztens ein paar Mukbangs von uns angeguckt, voll lustig. Ich weiß, das erste Video, was viral gegangen ist, war dieses Geschwisterbattle, wo wir so dieses Thumbnail gemacht haben. Das war ein richtig schlechtes Video mit diesem Schweinchen als Basso. Voll übertrieben, richtig Mühe gegeben beim Schnitt. Aber da war YouTube noch anders. Also da war YouTube noch mehr dieses Challenge-Ding. Ja. Jetzt ist voll dieses Vloggen-Lifestyle so irgendwie, so einfach. Aber finde ich gut, wie es sich entwickelt hat. Ja. Mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie früher. Das oh, Leute!
Oder 1, 2, 3. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Marci. Cut. Bist du dumm? Einfach. Marci. Bist du jetzt, also jetzt hast du irgendwie cringe, Kevin. Das Liebe. Was ich aber eigentlich wieder einführen muss, ist dieses Kürzchen, das war mein Merkmal. Ich hab's irgendwann einfach aufgehört. Ja, warte, mach mal dieses Hallo Leute, mein Name ist, mach jetzt mal. Was geht ab, Leute? Beende mal das Video so, wie du es damals beendet hast. Beendet? Also jetzt mache ich aber dieses... Ja, das soll am Ende bleiben, wo kann man sich noch? Machst du immer noch? Ja, das mache ich immer noch. Okay, mach. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat... Was ich auswendig gelernt habe. Gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter, sag ich immer. Ja, das soll am Ende bleiben, wo kann man sich laufen, wie hart von mir geknuddelt aus und dir klicken. Lächeln nicht vergessen, dann lächeln ist gesund. Wir sehen uns ganz bald mit einem neuen Video wieder am Mittwoch. Einschalten, Glocke aktivieren, nicht vergessen, abonnieren. Und wir sehen uns ganz bald. Ja. See you later. Bye! Jetzt können wir wieder normal sein. Ja. Orange is the new black, beste Serie. Was soll das jetzt? So random Fakten aufzählen. Dann lass einfach mal so ein Video machen, wo wir 10 Minuten lang oder 10 Minuten 4 als ja. Strecken. Man muss ja gucken, wie man die Miete bezahlt. Ja. 10 Minuten, 1, 2, 3. Ja, wir müssen langsam losfahren, weil wir hatten 13 Minuten. Ein Hirsch hat ein Geweih.